Kurzflug. Alles gut, alles gut. Nehmen wir es kommt. Wenn die Mehrheit sagt, wir machen dort, machen wir das. Ich hoffe, dass wir vielleicht doch noch ein paar Leute kriegen. Also, mit mehr Leuten macht es vielleicht Ey. noch mal. Hä? Da bin ich Platz 16 von 16. Ach, Quark. Es lag an der Strecke. Es lag nicht an dir. Musst du denn nun eigentlich morgen arbeiten, Kev? Nein, sonst wäre ich heute nicht dabei. Okay. Ich auch. Ich habe vorher nochmal nachgefragt bei dem Chef und hab gesagt, der hat gesagt, du hast frei. Der Kollege ist nämlich nur heute ausgefallen. Sonst hätte ich auch nicht arbeiten müssen, sonst hätte ich auch frei gehabt. Da war ich auch gestern dabei gewesen. Aber wenn ich dann spontan noch irgendwie eine Nachricht bekomme nach der Arbeit, das heißt, ich muss doch nochmal eine Frühschicht, dann fahre ich Wann bis ab. ist das Gespräch, wann soll dieses Gespräch morgen sein, Sven? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Weil, wie gesagt, könntest du ja auch Kevin mitnehmen, weil ich habe keine Zeit. Hä? Was für ein Gespräch? Ach, mit einer anderen Crew, dass man halt zusammen so Sachen macht wie Playlist und so. Ja, ernsthaft, jetzt fangt ihr euch da hinten an zu. Weil macht ihr mal. Ihr seid wurscht. Wir sollen wissen, wann und ob ich Zeit habe. Ernsthaft? Nein! Selber schuld. Und schon ein bisschen letzter, wie immer. Ja, du wolltest RAM und das hast du jetzt bitter bereut. Ich komme da gar nicht beim Berghof. Ich kam aber auch nicht hoch, das ist schwierig. Wir kriechten beide nicht hoch. Aber Kevin bin ich es gewohnt. Ich mag es halt nicht, wenn das Blonde hinter mir ist. Ich kenne es normalerweise nur vor mir. Bist du jetzt weggebremst durch den Scheißkanal, weißt du? Jetzt geht's ins Flugzeug. Jetzt geht's ins Flugzeug danach. Wenn du keiner rausgehst, fährst du ein Stück hoch und dann gibt's den Flieger. Ich kann auch ohne fliegen, Mensch. Da müsst ihr so ein paar Ringe durchfliegen. Ich bin noch im Auto. Jetzt geht's ins Boot. Ja, Jetski. Oder? Ist das Jetski? Ja. Ich komme mal vorbei.
Ey, echt jetzt? Hier ist ein Hubschrauber. Was, wo bist du jetzt, Sven? Wenn du in den Jetskis bist, musst du aufpassen. Am Ende gehst du. Alter. Das ist ja, geht ja mal gar nicht voran. Da musst du dann die Reifen und Räder ausfahren. Das sind diese Aquadinger. Wenn du danach direkt auf die Straße kommst. Boah, Alter. Der Helikopter geht da gar nicht aus dem Knick. Schleich das mal liegt wieder. Daran, weil wir auch nur steigen und gerade nicht vorwärts fliegen. Ja, ist so, ne? Ich schleich mal an dir wieder vorbei. Tschüss. Vorbei? Was ist das Motorrad? Oh nein! Ach, gegangen. Wo wolltest du jetzt hin? Ich wollte eigentlich komplett mich nach vorne legen und hab's aber nicht gesehen, dass da eine Sprungschanze drin ist, so eine kleine. Und der wäre dann quasi bin ein bisschen blöder aufgekommen, aber alles gut, ich komm mich halten. Ich klebe immer noch an deinem Arsch. Keine Sorge. Ich bin aber nicht Sven, ne? Also. Da würde ich nicht nur am Arsch kleben, sondern nein. Also, da würde der Arsch kleben. Wahrscheinlich. Danach, ja. Oh, Alter. Schöne Windschatt vorbeigeflogen gerade. Gerade ein bisschen auch ziemlich beieinander. Nein, ich habe den scheiß Punkt verpasst. Jetzt war's das. Jetzt hast du gewonnen. Der hat den Punkt nicht genommen mir. Jetzt hast du gewonnen. Jetzt bist du weg. Ja. Mann! Ich hätte das Ding gewinnen können. Den habe ich jetzt geschenkt. Ein weniger. Aber egal, alles gut. Das war jetzt besser als davor den Schmarrn. Das werden wir mal was anderes machen, Verwandlungsrennen wahrscheinlich, ne? Mhm. Alles gut. Denke ich mal. Zwei. Wir brauchen was ohne Autos. Da findest du nichts. Weil Markus findet immer irgendwo ein Auto. Aber Kevin, du spielst Pokémon Go? Ja. Was stimmt mit dir nie? Ich bin Pokémon-Fan seit der ersten Generation, seit Anfang an. Und bin bis jetzt alles durchgegangen. Also spiele ich auch Pokémon Go natürlich. Ich bin Level 38.
Alter, Katastrophe. Geht ihm das sein, oder? Erstmal Geld einzahlen hier. Sind wir überhaupt in derselben Part, Lobby? Genau. Also Kev sehe ich auf jeden Fall und Sven auch, ja. Ich bin auch im Ladebildschirm, also da ist noch nichts mit. Ich kann mal so, gucken. Bei mir steht die ganze Zeit GTA Online, The Contract. Ladebildschirm. Jetzt geht's weiter. The Contract. Ja, ich bin wieder auf dem Lobby. So, mal Kohle einzahlen, bevor da irgendwelche Heinis auf irgendwelche Ideen kommen. Ich starte mal kurz was. Okay. Ein Gangbang zählt nicht. So. Ah, Markus und ich sind zumindest auf jeden Fall mal auf einer Lobby. Sven ist auch da drin. Warum Rotz? Ich schieb mal den Heli da oben weg. Wo ist denn der? Ich nerv mal Leute. So, ich habe euch mal eingeladen. Jawohl. Was habe ich erwischt? Ja.